Herzlich willkommen zu einem neuen Boozehound Trinkabenteuer. Wir arbeiten uns durch dieses Buch der guten Getränke und wir sind angekommen bei dem Kapitel A Round of Drinks, Secret Old Recipes. Gut, zum einen steht da sowas drin wie Last Word. Das ist eigentlich, also es ist nicht so ein ganz altes, eher so eine Neuinterpretation, ich glaube aus den 50ern, aber okay. Aber hier kommt ein alter Klassiker, den ich tatsächlich, glaube ich, sehr lange nicht mehr getrunken habe. Deswegen dachte ich mir, den müssen wir vielleicht mal mixen. Den habe ich hier auf diesem Kanal, nee, sonst hätte ich ihn ja getrunken, habe ich auch noch nicht gemacht. Und zwar der Bijou. Und der Bijou hat etwas, was viele so als, darum geht es auch in diesem Kapitel so ein bisschen, so die Secret Handshake Spirituosen, wo der Barkeeper gleich schon sagt, oder die Barkeeperin so, hey, wer ist das denn? Und dazu gehört natürlich Chartreuse. Und das Lustige ist, es ist ein gerührter Drink. Ich renne schon falsch, ich habe es eigentlich ja schon vorbereitet. Und zwar besteht er aus rotem Wermut, Gin und Chartreuse zu gleichen Teilen. Ich muss mal kurz mal gucken, wie er ihn mixt. Orange Bitters, klar. Und Cherries, Lemon Peel als Garnish. Okay. Der Bijou Cocktail finde ich, irgendwie finde ich ihn ja so, sozusagen die weirde Version des Negronis, weil ich finde, es gibt so eine Ähnlichkeit, ne? Gin, Wermut und was feststeht, also klar gibt es mittlerweile auch beim Negroni ein paar Spielarten von Campari, aber eigentlich ist immer klar, es ist ein Campari-Drink und hier ist es der Chartreuse-Drink und ich kann natürlich dann sehr spielen mit dem Wermut und dem Gin. Es ist ein schräger Drink, ich mag ihn. Ich habe ihn ja lange nicht mehr getrunken, aber ich weiß, dass ich ihn mag eigentlich. Und er wird gleich gemacht. Wie gesagt, man kann, finde ich, auch ein bisschen in die Richtung Negroni denken und ihn zum Beispiel im Glas machen, im Tumbler trinken. Klar, eigentlich ist das ein sehr eleganter Drink. Klassischer Cocktail, Cocktailglas, gleiche Teile Gin. Gleicher Teil Wermut und gleicher Teil Chartreuse. Wie gesagt, was der Unterschied zum Negroni tatsächlich wäre, wäre der Dash Bitters. Check. Und das Chartreuse Elixier. Ist ja schon spezielles Zeug, ne? Chartreuse. Finde ich, wird doch, also, ich war jetzt ein paar Mal überall vergriffen. Also, vielleicht, ich weiß nicht, was ist denn, falscher Bitter. Ob das hier knapp wird, ob die Mönche hier nicht mehr liefern, was ist los? Wir wollen sehen. So. Stir. Ups. Bijou. Hier flutzen die Eiswürfel so raus. Zu schwungvoll, Meier, zu schwungvoll. So. Der gute alte Bijou. Lange nicht mehr getrunken. Hoffentlich doch wiedererkannt. Schauen wir mal. So. Cocktailkirsche habe ich gerade nicht hier. Müsst ihr euch denken. Gibt ja in der Regel nicht so wirklich viel Geschmack dazu, aber Zitrone natürlich. Es ist ein feiner Drink. Man hat eindeutig, weil er schreit nach grünen Chartreuse. Wer grünen Chartreuse kennt, es ist jetzt eigentlich perfekt balanciert, weil da ist was drin, was man denkt, na du, was ist denn diese Frische, diese Kräutrigkeit? Es ist 100% der grüne Chartreuse. Aber er wird von der gleichen Menge Wermut und Gin so ein bisschen versteckt. Und dennoch nimmt man ihn wahr, es ist ein würziger Drink. Ich glaube, wenn man Chartreuse mag, ein absoluter Go-To-Einsteiger-Drink. Wobei, wie gesagt, der grüne Chartreuse, der ja sehr kräftig ist, gibt ja auch noch einen gelben mit ein bisschen weniger Alkohol. Der wird in dieser Form eigentlich extrem abgemildert. Also, ne, wenn man nimmt es absolut wahr, aber wenn man es nicht weiß, wie gesagt, ich glaube, das ist die schönste Einstiegsdroge in Anführungsstrichen in das Phänomen grüner Chartreuse, was ja bei einigen Drinks wie dem Last Word zum Beispiel auch oder ein Boys and Angus Special früher von Bastian Häuser, nee, von Gonzalo, der hat ihn für Bastian gemixt oder wie auch immer. Geile Chartreuse-Drinks und ist fein. Was man machen kann,
Ich finde, in diesem Dreigestirn aus Chartreuse, Berthaud und kräftigem Höppel ist tatsächlich der Chartreuse am Ende, und das kann ja auch perfekt sein, dominant. Und man nimmt ihn wahr. Man könnte sozusagen den Chartreuse auch vielleicht einem CL weniger Luft geben und diese Gleichheit von 3-3-3 oder was auch immer, gleiche Teile auflöse und dem Chartreuse noch einen Hauch weniger. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, welcher Wermut, welcher Gin. Also ich mag total die absolute jetzt finale Kräuterdominanz von Chartreuse. Aber vielleicht wem das noch ein Hauch zu viel ist, weil er nicht so ein Chartreuse-Liebhaber ist. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen bei Bijou immer, für mich ist das irgendwie so ein bisschen, ist ja eigentlich Quatsch, aber es ist in dieser Negroni-Ähnlichkeit für mich. Und ich könnte auch hier wieder, aber das sage ich so oft, weil ich das wahrscheinlich einfach auch so gerne mag, ich könnte auch das wieder am Tumbler trinken. Es gibt Drinks, die liebe ich straight, einen Manhattan, einen Martini, da würde ich nie Eis reinmachen. Manhattan Bianco hier, das ist natürlich eine Ausnahme gewesen. Aber hier bin ich schon wieder so, ich sage, oh, könnte ich vielleicht auch auf Eis trinken. Dann hat man so einen Negroni-Effekt. Das war der Bijou. Klassischer, sehr oldschool Gin-Cocktail. Chartreuse ist sehr speziell. Roter Wermut. Rundet das Ganze ein bisschen ab. Kommt aus dem Boo-Sound. Link zu dem Buch hier unterm Video. Wenn ihr mehr Lust auf mehr Trinkabenteuer, würde ich sagen, habt, dann klickt hier. Es kommen noch ein paar zum Boo-Sound. Ich kann jetzt wieder einen Zettelchen rausnehmen. Ich bin so bald durch, aber ein paar kommen noch und dann müssen wir uns was Neues überlegen. Finden wir aber auch. Also, bis dahin. Tschüss.